Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich freue mich, dass ich den König der Musikanten hier habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei der Gelegenheit, wir bekommen so viele Briefe und Karten aus Jugoslawien, aus Slowenien. Leider, wisst ihr was? Schicken wir mal unsere Freunde in Slowenien einen herzlichen Gruß. Und pass auf, aber das sagst du jetzt auf Slowenisch an, weil so gut kann ich nicht Slowenisch. Primite prisrčne pozdrave doma pri sprejemnikih iz Kitzbühela. Ja, prutsche Bock, was auf. Gut gesagt, oder? Slavko Außenig mit seinen Original-Oberkreinern feiert jetzt sein 30-jähriges Jubiläum und es sind 30 Jahre Erfolg. Aber nur den Erfolg muss man sich erarbeiten. Slavko, und wie ist das eigentlich, wie hat es bei euch angefangen mit der Musik? Ja, das war ein Zufall. Aber kann auch eine lange Rede sein. Aber ich sag dir, vor vielen, vielen Jahren wo ich noch Akkordeon zu Hause als Amateur gespielt habe, da war mein Bruder Wilko schon in Radio Ljubljana bei großen Tanzorchester vom Radio und unter der Leitung Bojan Adamic. Und dabei war auch Franz Kuschir, Ponik war Leo, Soos. Ne? Da hat mir Wilko gesagt, ob ich möchte einmal eine Aufnahme machen für Rundfunk. Habe ich gesagt, gerne, aber mir wäre lieber, wenn wir dazugeben noch eine Gitarre und Bass. Und das haben wir gemacht und so ist entstanden ein Trio Außenig. Aber für Wilko war das zu wenig, Erfolg war groß. Er hat gemeint, ich spiele Klarinette und Transrumente, wir geben das dazu. Und so haben wir gegründet, diese Sound, Außenig Sound, wie Sie sagen, Oberkreiner Sound. Mhm. Ja? Und jetzt muss ich einmal eines dazu sagen, der Wilko Außenig ist ja der Arrangeur und der wird euch ein bisschen so versteckt. Wilko, herzliche Grüße aus Kitzbühel, aus dem Musikantenstall. Macht's weiterhin so eine klasse Musik. Und noch etwas war eigentlich bezeichnend, wir haben heute so ein bisschen drüber gesprochen. Als der Slavko Außenig noch nicht der große Star war, da haben sie mal bei der Hochzeit gespielt und sie konnten ja nur 4 Titel. Und ich habe so lachen müssen, hat mir gesagt, da ist eine Frau gekommen und hat gesagt, bitte spielen Sie den Donauwalzer, haben das Trompetenecho gespielt. Spielen Sie La Paloma, das Trompetenecho. Und die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, denn inzwischen sind es ja hunderte von Melodien geworden. Ne? Und wo machst du überhaupt deinen Urlaub? Das möchte ich mal wissen auch. Zu Hause auf Amadria. Ja, und den Winterurlaub? Wenn möglich in Fieberbrunn. Ja, ja. Er ist ein Österreich-Fan. Liebe Zuschauer, liebe Gäste, wir haben uns gedacht, wir bringen heute, es ist ja das 30-jährige Jubiläum, wir bringen heute mal ein paar Melodien, ein paar neue und 2 recht bekannte Melodien. Also man müsste schon sagen, Evergreens. Das eine heißt, du mein liebes Mäuselein. Und das zweite, das ist also dann die Melodie von gestern, wie man so schön sagt, das ist das Hirtenlied. Ja, und jetzt wollen ja Sie Musik hören und ich würde sagen, sag doch du für die Landsleute, die bei uns arbeiten, sag doch jetzt das auch einmal in Slowenisch an, diese beiden Titel. Prva točka se imenuje Moja zlata mišika und druga pa se imenuje Pastirček. Also ich darf das übersetzen, Slavko Außenig hat gesagt, jetzt fangen wir an. Slavko Außenig und seine Original-Oberkreiner.